Hamburg auch eine Stadt der Uhrmacher. Bedingt durch den bedeutenden Seehafen ließen sich in der Hansestadt vor 200 Jahren Uhrmacher nieder. Es galt für Kapitäne, Chronometer für eine exakte Navigation zu fertigen. Eine echte Herausforderung für die Spezialisten. Auch der Spiegel hat jahrzehntelang sein Magazin erfolgreich manövriert und feiert 2007 sein 60-jähriges Bestehen. Ein Grund, sich etwas ganz Besonderes fürs Jubiläum einfallen zu lassen. Der Verlag ließ 60 Uhren in Handarbeit anfertigen. In diesem Haus in Eppendorf spielt Zeit eine große Rolle. Dort werden handgefertigte mechanische Armbanduhren gebaut. Das erfordert viel Zeit und Können, damit die Liebhaberstücke zu dem werden, was sich Firmengründer Andreas Henschel schon immer zum Ziel gemacht hat. Die Philosophie unserer Uhren ist im Grunde genommen leicht zusammengefasst. Klassisch muss jede Henschel-Uhr sein, schlicht und klassisch, zeitlos. Nichts ist für uns schlimmer als eine Uhr, die wir uns vielleicht nach 2, 3 Jahren schon übersehen haben, die uns im ersten Moment gefällt, aber dann doch an Interessantheit verliert. Ich habe festgestellt mit den Jahren, es liegt daran, je mehr eine Uhr zu einer Skulptur wird, also zu einer kleinen Skulptur am Handgelenk, umso mehr bleibt sie interessant für den Betrachter. Auch die Spiegeluhr, eine edle Skulptur. Das Besondere an der Spiegeluhr sind mehrere Faktoren. Zum einen ist es mal wirklich so, dass es nur 60 Uhren gibt. 60 Jahre Spiegeljubiläum, 60 Uhren weltweit. Das Zweite ist, wir haben uns mit einem Team vom Spiegel zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie kann diese Uhr aussehen? Es muss etwas Besonderes sein. Es sollte nicht einfach nur eine Henschel-Uhr sein in einem anderen Gewand, sondern es sollte etwas Besonderes sein. Und das Besondere ist in der Tat, dass wir ein zeitloses hanseatisches Design mit Stilelementen der 40er Jahre verbunden haben. Und dadurch ist eine ganz besondere Uhr zustande gekommen. Eine besondere Uhr, weil das natürlich durch das Jubiläum unterstützt, besonderer kulturhistorischer Faktor wird, der die Uhr noch besonders veredelt. Weil wir außerdem noch ein Uhrwerk verwendet haben, wie es auch in der Gründungszeit des Spiegels hätte zum Einsatz kommen können. Also hätte bedeutet, es sind keine gebrauchten Uhrwerke, die wir verwenden, sondern es sind Restbestände aus historischen Lagerbeständen einer Schweizer Uhrenfabrik. Nach Reinigung des Uhrwerks beginnt die aufwendige Handveredelung der Einzelexponate. Der nächste Schritt ist dann die Bohrung für das kleine Goldschaton setzen. Das heißt, da wird wirklich per Hand mit einer kleinen Bohrmaschine, die wir auf und unten niederschieben müssen, damit sich da etwas dreht, ein ganz kleines Loch gebohrt. 0,35 mm im Durchmesser. Und zwar auf das Hundertstel Millimeter genau. Zwei Löcher, die im gleichen Abstand voneinander liegen müssen, wo später ein Gewinde eingebohrt wird und dann anschließend eben dieses kleine Goldschaton mit zwei winzigen Schrauben, 0,5 mm Kopfdurchmesser, fixiert wird. Das heißt, das ist der allererste Schritt, denn wenn der misslingt, und das passiert häufig, dann können wir die gesamte Arbeit hinterher auch vergessen. Dann ist das Uhrwerk eigentlich ruiniert. Das heißt, zuerst machen wir diese Bohrungen für das Chaton, das ist sehr wichtig. Wenn das gemacht ist, dann perlieren wir die Grundplatine. Das ist dieser kreisrunde Schliff, der auch dazu führt, dass wir ein wunderschönes Schliffbild haben, also ein Lichtspiel. Als nächstes gehen wir dann an die Maschine für den Streifenschliff. Der Streifenschliff ist sehr gut sichtbar, weil er ganz oben auf dem Uhrwerk zu sehen ist. Die Besonderheit ist nachher bei den Schrauben noch zu finden. Da nehmen wir diese winzigen Schrauben in ein kleines Stiftenklöppchen, so nennt sich das Werkzeug, also ein kleiner Halter dafür. Polieren sie so lange, bis sie hochglänzend sind. Dann werden sie lange im Ultraschallbad gereinigt, damit jeglicher Staub, Fett und alles, was vom Polieren dranhängt, wieder beseitigt wird. Und bläuen sie über der Flamme, so ungefähr bei 300 Grad, bekommt sie für einen Augenblick eine blaue Farbe. Dann ziehen wir sie schnell unter der Flamme weg. Wenn wir Pech haben, müssen wir das 5, 6, 7 oder 10 Mal machen, bis wir den gewünschten Farbton haben. Wenn die Schrauben gebläut sind, so nennt sich das, flammgebläut sind, nehmen wir uns die Sperrräder vor. Sperrräder erzeugen das Knackgeräusch beim Aufziehen zum Beispiel. Nur, dass man so weiß, ganz grob, wozu die da sind. Mit einem Sonnenschliff, das heißt, wenn wir sie aufziehen, der Glasboden lässt das Werk ja sichtbar, wenn wir die Uhren aufziehen, drehen sich die Sperrräder und wir haben so ein Sonnenschweifbild. Das ist einfach hübsch. So eine mechanische Uhr begeistert uns ja zum einen durch das Tickgeräusch, das hat ja was von Leben, zum anderen durch die Bewegung, die man sehen kann an den Zeigern, die sich drehen. Aber vor allen Dingen auch, wenn man sie umdreht, an den Bewegungen der Zahnräder und der Unruhe. In dem Moment, und das ist das Letzte, was wir machen bei der Montage des Uhrwerkes, wo wir die Unruhe
also das Schwingsystem mit der Unruhe einhängen und fixieren im Uhrwerk und durch einen kleinen Impuls, eine kleine Drehung, manchmal ist das nicht mal nötig, plötzlich wie von Geisterhand diese Unruhe anfängt zu schwingen. Der Anker hin und her wackelt, die Zahnräder sich drehen und alles durch das Lichtspiel der Rubine ja auch so schön bunt wird. Also es hat für uns auch jedes Mal wieder einen ästhetischen Reiz. Haben wir das Gefühl, und ich glaube auch viele, die da reingucken, als würde erst das Leben in diesem Moment in diese Uhr reinkommen. Wenn wir das Uhrwerk dann wieder montiert haben, geölt haben, sämtlichen Prüfungen unterzogen haben, so wie es für uns notwendig ist, dann montieren wir anschließend das Zifferblatt. Es ist leicht gewölbt und bedarf anschließend einer etwas besonderen Behandlung, weil wir die Zeiger ebenfalls dieser leichten Wölbung des Zifferblattes anpassen müssen. Der Sekundenzeiger wird einfach aufgepresst, er verschwindet in einer Vertiefung, im Blatt ausgedreht. Dadurch haben wir etwas, ungefähr ein Zehntel an Höhe, ein Zehntel Millimeter an Höhe gewonnen. Der Stundenzeiger muss ja drüber wandern können, aber der Minutenzeiger als letzter im Bunde muss sich also sowohl der Wölbung des Zifferblattes anpassen, als auch der Wölbung des Glases von innen. Und das können wir nur in Handarbeit machen. Wir haben es also mit einem gewölbten Zifferblatt, mit einem gewölbten Zeigersatz und mit einem gewölbten Glas zu tun. Diese ganzen Arbeitsschritte können einfach nicht maschinell ausgeführt werden. Dazu gibt es zu viele Variablen. Das müssen wir in Handarbeit machen. Und daher ist wiederum extrem viel Kontrolle anschließend notwendig, ob wirklich alles frei läuft. Wenn wir das Uhrwerk in das Uhrgehäuse eingebaut haben, was wir als letztes natürlich erst machen, weil wir immer wieder an die Uhren zwischendurch ran müssen, wird anschließend noch die Aufzugswelle in der Länge angepasst. Am Ende befindet sich eine Krone, über die wir die Uhr aufziehen und stellen können. Die Länge muss immer individuell angepasst werden, weil auch bei den Gehäusen und bei allen haben wir es immer mit gewissen Toleranzen zu tun, denn auch das wird sehr viel mit Handarbeit gemacht, dass wir alles individuell anpassen müssen. Als letztes schrauben wir den Glasboden auf, den Saphirglasboden, um natürlich auch für den Träger hinterher das Werk sichtbar zu lassen in der Uhr. Das ist ja schade, wenn die ganze Arbeit einfach unter einem verschlossenen Boden verschwinden würde. Dann kommt das Armband dran, die Faltschließe und schon ist die Uhr fertig. Eine mechanische Uhr fürs Leben. Jedes dieser explosiven Unikate wird einzeln nummeriert und mit einem umfangreichen Zertifikat versehen in einer dekorativen Verpackung übergeben. Das kostbare Stück überreicht Andreas Henschel dem Käufer in seiner Uhrenmanufaktur. Dort nimmt er auch den Kunden mit auf eine Reise ins Innere der Uhr, zeigt mit der Mikroskopkamera die Geheimnisse der kleinsten und zugleich präzisesten Maschine der Welt. Ein einzigartiges Erlebnis.